Hi zusammen, Ingo hier. Und wie heißt der Spruch so schön? Wenn der Postmann zweimal klingelt. Ja, das erste Päckchen, ich glaube, das obere, ne, ich weiß es schon nicht mehr, ist gestern angekommen, das andere gerade eben. Ich weiß, was drin ist. Ihr noch nicht. Und das werden wir jetzt ändern. So, mein schönes Tapetenmesser. Nicht in die Finger schneiden. Oh, mit links ist natürlich super geil gewesen, Ingo. So, mal gucken. Ah, okay, das ist heute gekommen. Das kleinere ist heute gekommen. So, jetzt hier nichts umschmeißen. Das wäre uncool. So. Da hätten wir einmal. Ich hoffe, man kann es vernünftig sehen. Ein Mikrofon, und zwar für diese Kamera da oben. Das ist ein kleines Mikrofon von Rode. Ich habe mir nicht diese große Version gekauft. Mal gucken, beziehungsweise mal hören, ob das tatsächlich was taugt. Preise und so weiter gucke ich gleich nochmal in Ruhe nach. Da sage ich noch was zu. Ansonsten schreibe ich es irgendwo rein. Oder ich linke es ganz einfach in der Infobox. Im Übrigen, all das, was ich hier zeige, ist keine Werbung. Ne? Also es ist alles auf meinem Mist gewachsen, habe ich selbst gekauft. Ich werde hier nicht irgendwie gesponsert oder unten in der Infobox sind auch keine Links. Natürlich sind da Links, aber das sind keine Affiliate-Links. Das hier ist eine... Ja, ich packe es gleich am besten aus. Ich mache erstmal hier den ganzen Müll weg. Moment. Das müsste eigentlich hier drin gewesen sein. Jo. Tada. So. Dann habe ich hier noch das große Paket und diesen riesengroßen Paket. Soll ich jetzt mal verstehen? Tada. Geil, oder? Nicht in die Finger schneiden, wenn es geht. So. Und das ist nämlich für das andere größere Päckchen ein... Tada, ein Stativ. Das ist von Neua, ein kleines Stativ. Und es ist nicht für eine Kamera gedacht, sondern es ist für Beleuchtung gedacht. Ja, eine super Idee. Ja, dank hochmoderner Videoschnitttechnik habe ich jetzt doch nochmal den Tisch hier gezaubert. Das hier ist eine LED-Lampe. Ich habe nämlich überlegt, mit zwei Softboxen hier noch hinzustellen, wegen der Beleuchtung. Ich brauche ganz einfach eine vernünftige Beleuchtung. Das Problem bei Softboxen ist ganz einfach die Größe. Und das in Kombination mit meiner notorischen Faulheit, weil ich keine Lust habe, nach jedem Video alles wieder zusammenzufalten und abzubauen. Wenn, dann soll es irgendwie stehen bleiben und ich stelle es irgendwie nur an die Seite oder so. Und genau das kann man hiermit nämlich wunderbar machen. So, Bedienungsanleitungen, den ganzen Quatsch gucke ich mir nachher in Ruhe an. Das hier sind schon mal Kabel. Das Schöne ist halt, dass halt eine Tasche damit bei ist, dass man es dann halt auch wirklich transportieren kann. Also wenn man es dann halt rauskriegt. Silikon, zack. So, dann haben wir hier Kabel, Kabel, Kabel. So, jetzt müsste das eigentlich ganz einfach hier rauskommen. Ganz einfach. Hätte ich auch drin lassen können, aber ich will, ah ja, hätte ich auch wirklich ganz einfach drin lassen können. Okay. Ja. Zang. So, und da ist das Gerät. Jetzt ist hier natürlich. Das ist ein Diffusor, damit das Ganze halt auch nochmal. Das Licht nochmal. Ja, nicht abgedimmt wird, aber dass es halt diffuser wird, dass es halt weicher wird und dass halt nicht so heftige Schatten halt im Gesicht und so halt fallen. Dafür nimmt man halt einen Diffusor. Kann man sich auch selbst basteln, aber ist ja schön, wenn es dabei ist.
So, und das sind die LEDs. Hängt halt in so einem Rahmen. Der Rahmen kommt dann hier in dieses Stativ halt rein. Ich zeige das gleich in Ruhe nochmal. Und hiermit kann man das dann halt schwenken. Es wird halt auch nichts heiß oder warm. Dann kann man das hier dann halt fest montieren, wie man es dann ganz gerne haben möchte. Und hier hinter sind dann ganz einfach die Schalter, der Dimmer für das weiße Licht und für das gelbe Licht. Und Netzanschluss und so weiter und so fort. Und man könnte auch Batterien einsetzen, damit das Ding dann halt portabel bleibt. Ja, das testen wir jetzt mal aus. So, was ich gerade vergessen habe zu erwähnen, was mir noch wirklich wichtig scheint, ist bei der LED-Lampe, das ist alles sehr, sehr wertig verarbeitet. Es ist nichts irgendwie Plastik oder so. Ja gut, ne? Also der Diffusor ist halt aus Plastik. Aber ansonsten das Ganze, die Gewinde, das, also die Gewinde, die Schrauben, das Gestänge, alles Hardware-mäßige ist tatsächlich Metall. Und deshalb war es dann halt auch ein paar Euro teurer. Preise und so weiter werde ich auf jeden Fall nochmal in die Infoboxen zu reinschreiben. Aber das wollte ich noch mal erwähnen. Außerdem, ich könnte ja noch mal gerade kurz das Mikro auspacken, ne? Wo wir schon dabei sind. Sehr, sehr schön. Noch schöner, ja, hervorragend. Wieder Silikon. Käbelchen ohne Beschreibung. Und das ist die Spinne. Und da haben wir den Windschutz mit Mikrofon. So, und ich bin zu doof, das Ding auseinander zu friemeln, oder? Aber warum sollte ich es auch auseinander friemeln, wenn ich es dann eh wieder drauf packe? Flust auch direkt. Und das müsste hier der Kabelausgang sein. Ja, ja. So, da haben wir das Käbelchen. Kommt dann halt hier hinten in das Mikrofon rein und auf der anderen Seite geht es dann halt direkt bei mir in die Kamera. Und das ist halt die Spinne. Ich glaube, ich spinne. Also es schwingt, ne? Das heißt, es bekommt keine Vibration, überträgt halt keine Störgeräusche halt an die Kamera, beziehungsweise die Kamera überträgt auch keine Störgeräusche an das Mikrofon, weil es sitzt ja oben auf dem Blitzschuh dann halt drauf. Das ist der Adapter für den Blitzschuh. So, ich kann hier jetzt nur gerade mit dem Handy filmen, weil auf die Kamera versuche ich, das ja jetzt hier zu montieren. Und zwar hat diese Spinne, die dabei war im Paket, hat ja diesen Blitzschuh. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. So, das heißt, man setzt das Ding einfach nur hier drauf. So, schiebt es nach vorne und dann hat das hier so ein Drehrad. Kein Dreirad, ein Drehrad. Mit dem zurrt man das Ganze feste. Hier hinten kommt das eine Kabel rein und bei meiner Kamera ist der Mikrofonanschluss. Das ist jetzt so hier vorne, hier hinten ist mein USB für Ausgang und so. Hier ist unten die Buchse für den Mic-Eingang. Zang. So, und wenn das bei einer Kamera, bei eurer Kamera vielleicht zu lang sein sollte, das Kabel, dann kann es sein, dass es irgendwie schlackert und irgendwie gegen die Spinne schlägt. Das könnten dann halt Geräusche werden und das würde dann halt die ganze Spinne, diese ganze Konstruktion irgendwie obsolet machen. Deshalb dann irgendwo rumrum tütteln und so. Und jetzt kann man das auch sehen, es schwingt, ne? Schlägt aber nirgendwo an und dadurch gibt es keine Nebengeräusche. Das ist das ganze Konzept dieser Spinne.
So, dann wäre ich jetzt mal für so einen Testversuch. Kuckuck. Albern, albern, albern. Ja, so sieht das Ganze aus. Das ist halt so die Kamera. Das ist hier der Monitor, ne, mit dem man sich selbst sehen kann. Das hier unten ist ein Batteriegriff. Da kommen dann halt zwei Akkus rein. Und es ist halt auch so ein bisschen besser zum... Also man hat ein bisschen mehr in der Hand. Ist natürlich aber auch schwerer. Da ich viel unterwegs bin mit der Kamera und auch viele Fotos mache, ist das... Und das hier unten ist ganz einfach nur für Stativ. Ja, ne, und hier oben sitzt jetzt die Kamera drauf mit dem Mikrofonkabel. Und also theoretisch müsste ich ja jetzt so vloggen können. Ne? Und Bildstabilisator ist an, das müsste eigentlich cool laufen. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, wie sich das alles so... Ja, jetzt mit der Helligkeit, ne? Mit der Beleuchtung ist natürlich jetzt so eine Sache. Ja, aber das sieht doch soweit schon mal gut aus. Ich bin jetzt echt mal auf das Resultat gespannt und ich erhoffe mir da so einiges und es ist ja total schräg, ja. Ja, dann kann ich ja jetzt anfangen, mein großes Projekt, was ich in Vorbereitung habe, endlich zu machen, weil da war ich auf ein vernünftiges Mikrofon angewiesen, weil ich raus will, raus an die frische Luft und euch mitnehmen will. Und das ging halt nicht mit dem normalen Mikro. Aber dann kann ich ja jetzt loslegen. Dann sehen wir uns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei allem, was ihr so anstellen wollt. Und dann... So. Vielen Dank, Florian. Ich muss mich nochmal bei dir ganz besonders bedanken, weil du hast mir wirklich aus der Bredouille geholfen. Du hast mir viele Tipps gegeben bezüglich Licht und sowas. Ich habe mich allerdings, wie du unschwer erkennen kannst, anders entschieden. Dieses Striplight, was du mir da gezeigt hast, verlinkt hast, werde ich mir vielleicht dann irgendwann nochmal kaufen, so als Effekt oder als Hintergrundlicht. Mal gucken, weil das läuft ja hier durch diese komische Deckenlampe so ein bisschen ab. Allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war so ein bisschen informativ für euch. Vielleicht auch für die Booktuber, die da draußen am Überlegen sind, oh, Softbox so groß und so. Und ich meine, das ist nicht groß, oder? Wir werden es halt in den nächsten Videos dann halt sehen, wie das mit der Beleuchtung wird. Ich freue mich wahnsinnig darauf, das Ganze auszuprobieren. Ich freue mich total, heute Abend ein bisschen wieder lesen zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim, was immer ihr auch tun, machen werdet. Tschüss.